Ja, herzlich willkommen zurück zum Spielstand hier beim FM 22 mit dem 1. FC Kaiserslautern am zweiten Spieltag der Saison 26/27 gegen Paderborn. Wir sind wieder zurück, gehen rein ins Spiel. Es hat in dieser Woche nicht wahnsinnig Besonderes gegeben. Einmal ein Spieler aus unserer zweiten Mannschaft, Anthony Schalke, ist verliehen worden nach Difflen, wo immer das auch liegt. Könnt ihr mir auch schreiben, falls einer aus Difflen zuschaut. Und dann hat es noch zwei Anfragen für Philipp Treu gegeben. Einmal von Zwolle, einmal von Ingolstadt. Sehr geringes finanzielles Aufkommen, sagen wir es mal so, der das gemacht werden möchte von den Vereinen. Von daher, ich bin da jetzt gar nicht so gewillt. Schauen wir mal weiter. Ich möchte Treu auch nicht abgeben. Von daher schaue ich mir das mal an, warte mal ab und habe im Hintergrund allerdings schon gescoutet, weil es für die Position vielleicht doch mal irgendwann interessant wird, einen Ersatz ja für Zimmer zu finden. Aber da gibt es auch, wie gesagt, noch nichts Spruchreifes. Ja, wie gesagt, ansonsten nichts Besonderes. Es gibt verletzte oder leicht angeschlagene Spieler. Das schauen wir uns aber jetzt mal in der Mannschaftsaufstellung an. Erstmal schauen wir uns an, wie der Gegner spielt. Die spielen Gegenpressing in einem 4-4-2. Und spielen vorsichtig, häufigeres Pressing, langes Passspiel. Ich denke, da sind wir darauf vorbereitet. Stark im Angriff und Verteidigung. Ach, 15.000 ausverkauftes Haus. Ja, ich habe mich für Folgendes entschieden. Also Matanovic ist, wie gesagt, war in der Woche verletzt, ist immer noch angeschlagen, kann morgen wieder ins Training einsteigen. Wie ihr wisst, lasse ich die Spieler in der Regel dann nicht gerne spielen, beziehungsweise auf der Bank. Ich könnte jetzt Stafridis bringen, aber ist natürlich klar, der Matanovic ein sehr starker Spieler. Ich würde ihn einfach auf der Bank lassen und schauen, ob wir eventuell reagieren müssen. Ins Team gekommen ist dann Karic, der eigentlich nach der Rückkehr von Monticelli schon wieder raus war, weil er ja nicht so ein gutes Spiel gemacht hat. Jetzt stellt sich ihn mal auf links als falsche 9. Und Monticelli wird seine rechte Position behalten als hängende Spitze und Kiprit geht dafür in die vorderste Spitze. Auch das kann er. Ich erinnere nur an die erste Saison in der dritten Liga, die wir komplett gespielt haben, mal eben 33 Treffer in einer Saison. Da kann er jetzt dran ansetzen. Mittelfeld, Schmadtke, Stindl, Memedov wie vorher. Memedov nur allerdings ein bisschen offensiver im defensiven Mittelfeld unterstützen. Zimmer ist zurück auf der rechten Seite, ansonsten in der Innenverteidigung und auf links keine Änderung. In der taktischen Angehensweise auch nicht, sodass wir jetzt, nachdem wir die Gegner einstellen, hätte ich fast schon wieder vergessen, schon ins Spiel gehen können. Xani machen wir auf normal noch und dann ist es nämlich soweit. Speichern tue ich immer gerne vorher. Und dann geht's los zum zweiten Spieltag, zum zweiten Mal auswärts. Das berichtete ich auch schon von dieser Besonderheit. Aber bringt ja nichts. Wir spielen nun eben in Paderborn und viel anzusagen gibt es nicht. War vorhin schon nicht so viel, ne? Amüsiert euch, finde ich immer völlig bekloppt. Ich erwarte einen Sieg. Geht raus und beeindruckt mich. Die Verteidigung soll heute stehen und das Mittelfeld motivieren wir auch noch mal extra. Karic ist motiviert, deswegen mache ich mal das nicht separat. Und wir gehen hinein ins Spiel gegen Paderborn. In Blau von links nach rechts, wir wie immer in Rot, wenn es denn geht in Rot, ne? Hier habe ich vorhin schon gesehen, Testspiele sind drin. Das will ich eigentlich gar nicht. Lass mal die zweite Liga-Ergebnisse dort sehen. Viel interessanter. Oh, das gibt Rot. Das sehe ich ja jetzt schon. Scheibenkleister hier. Siebte Minute Rot für Memedov. Glattrot. Ja, wie gesagt, hier vorne im Raum haben die jetzt niemanden. Trotzdem sind wir natürlich jetzt mit zwei Mann im Mittelfeld. Was passiert da? Zwei Mann im Mittelfeld ein bisschen. Wir machen Stindl auf zurückgezogenen Spielmacher unterstützend. Und Schmadtke kann der eigentlich Box-to-Box spielen. Abschluss hat er nicht, den braucht er aber auch nicht. Aber das ist immer noch besser als der Metzala in dem Fall. Das mache ich mal. Wechseln will ich diesbezüglich noch nicht. Ja, das wird schwierig. Wir können überlegen, auch auf unser Zentrum, dass wir das fokussieren. Das würde ich nämlich jetzt eher nicht machen. Unser Gegner hat ja über außen jetzt nicht so offensives. Wir lassen das mal und beobachten einfach mal, welche von deren Seiten vielleicht die schwächere ist, wenn es denn das gibt. Und
Versuchen dann darüber das zu machen. Ja, fast, also 83 Minuten in Unterzahl, das ist natürlich kein gutes Omen. Ob wir da auch vorsichtig gehen sollen, ist auch gerade noch die Überlegung. Ist wahrscheinlich auch nicht verkehrt, würde ich gerne einstellen. Karic mit der Chance. Wir müssen natürlich jetzt schauen, dass wir die wenigen Chancen, die wir haben, dass wir die auch nutzen. Ja, das ist extremst wichtig, wenn man so ein Spiel dann zu bestreiten hat. Und lange zu Null stehen, wollte ich gerade sagen. Und dann flattert der Ball hinein. 14. Minute, Mustia, direkter Freistoß. Das ist dann auch immer das absolut Bekloppteste. Wenn du in Unterzahl schon bist, ja, dann ist es ja so, wenn die dich dann ausspielen, ist es natürlich dann schon fast verständlich. Aber ein direkter Freistoß oder ein, was weiß ich, eine Standardsituation halt, das brauchst du dann halt gar nicht, ja. Das kann man dann eben auch mal verteidigen oder es darf dann auch mal nicht in den Winkel gehen. Ist aber so. Doppeltes Pech und ja. Monticelli. Guter Kopfball, aber letztendlich auch zu mittig. Wir haben übrigens Chancenverwertung in dieser Woche eingestellt, klar. Und auch Flügelspiel, das wird jetzt Kopfballspiel damit auch nochmal stärker forcieren. Das war Trainingsschwerpunkt unter anderem natürlich. Mann, so eine rote Karte, richtig bitter. Noch. Ich würde trotzdem mal einstellen, über außen zu spielen, damit man es nicht über die Mitte versucht, vielleicht, weil über außen ist ja eben, sind wir uns sowieso stark und ist eigentlich unsere einzige Chance, die wir jetzt machen können. Den hat Raab sicher. Klar müssen wir jetzt mit mehr Spielanteil von Paderborn rechnen. Das andere wäre unnormal, aber wenn wir uns da immer wieder absetzen können, gefährlich nach vorne über die Außen gehen, nutzen, dass die quasi aufrücken, da ist das Konterspiel natürlich sehr entscheidend. Überlege ich, ob man das Gegenpressing abstellt, weil wir natürlich dadurch auch wiederum Räume aufmachen. Wobei in den Spielszenen, die wir jetzt hier sehen, ist das jetzt nicht der absolute Grund. Auch hier, wir stehen ja da gut. Hier kommt halt der Pass gut in den Raum, den dann, glaube ich, in dem Fall Zimmer nicht gut mithalten kann. Ja, ich werde jetzt auch nicht zu viel einstellen und versuchen. 10-3 Schüsse ist klar. Ballbesitz immer noch 50-50. Wir spielen ja, wie gesagt, vorsichtig. Insofern habt einfach nur Pech gehabt, kann man nicht sagen. Trotz Unterzug können wir hier was reißen. Vielleicht müssen wir das mal machen. Kiprit absolut frustriert da vorne in der Sturmspitze. Warum? 6,5. Du kannst noch besser spielen. Ja, dann haben wir ihn wenigstens wieder motiviert. Ja, macht der Gegner irgendwas? Nee, noch nicht. Was können wir tun? Hängende Spitze unterstützend ist schon wichtig, dass die ein bisschen mitarbeiten ins Mittelfeld rein. Die Ursprungsformel, hätte ich fast gesagt, Formation für diese Taktik war eigentlich, dass hier vorne ein Zielspieler unterstützend steht. Damit der zum einen auch noch hinten ein bisschen was macht und natürlich dementsprechend dann auch vorne trotzdem präsent ist. Wir stellen das jetzt mal ein. Das ist eine Überlegung wert, definitiv. Und die Standardlinie nochmal zurücksetzen, dann igeln wir uns auch nur hinten rein. Ich denke, das ist auch nicht der richtige Weg. Pressen, wie gesagt, das wäre jetzt wirklich mal so eine Option. Neu formieren zwar nicht. Wir gehen den einen Schritt mal zurück. Irgendwie habe ich das Gefühl, es könnte was bringen. Und die Frage ist, ob wir Flanken früh schlagen, um so viel wie möglich an Chancen noch herauszuspielen. Und da vielleicht mit einem Kopfball
Ne, wir lassen das auf geduldig, aber so 60., 65. würde ich das dann gerne mal machen wollen. Kreative Freiheit ist auch noch so eine Sache, ne? Dass die aus ihren Rollen rausgehen, ist jetzt eigentlich nicht der Sinn. Raus damit. So habe ich das beste Gefühl. Denn gerade jetzt müssen wir ja die Rollen halten einigermaßen. Wenn wir nachher auf volles Risiko gehen, da ist schon Kiprit als Zielspieler aktiv. Ja, wenn wir nachher das Risiko gehen, natürlich dann nicht. Aber jetzt, trotz 0-1, müssen wir ja erstmal schauen, dass wir noch ein bisschen das Ganze halten. Auch eine rote Karte für Dresdens Frühling übrigens gerade. Aber das nur am Rande. Konzentrieren wir uns auf uns. Wir haben jetzt hier die Chance, Zimmer Schmatke. Ah, Stindel. Ja, aber über Zimmer kann es gehen, glaube ich. Wenn Kiprit heute mal einen Kopfball trifft, wäre das nicht auch hilfreich, ne? Karic, sehr schön. Kiprit, ja, oder so. Wenn es dann nicht der Kopf ist, dann ist es so. Hervorragend. Karic, super gemacht, wie er sich schon da durchsetzt. Schaut mal nach in der Wiederholung jetzt. Da macht er ein paar Schritte und ist dann auf einmal schneller wie sein Gegner. Da zack, zack, zack ist er rum und dann der Pass direkt in den Raum. Kiprit verwandelt. Da ist er wieder. Nach kurzfristiger Angst ist er da. 1-1. Sehr gut. Und jetzt ist erst recht keine Kreativität und Co. gefordert, sondern wir müssen schauen, dass wir das hier halten. Und wir sind natürlich, also halten heißt die Oberhand behalten irgendwie, trotz Unterzahl. Aber wir machen trotzdem weiter, spielen wir nach vorne und oh, wow, 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 wow. Was für eine geniale Flanke und Karic, aber da hat er irgendwie noch die Pranken dazwischen. Weitermachen. Wir spielen gut. Sage ich denen das? Aber die Moral da unten ist jetzt nicht so schlecht, also. Schön gekehrt, Kiprit, aber dann nicht weit genug. Der war harmlos. Natürlich könnte ich jetzt mit dem 1-1 besser leben als Paderborn, aber jetzt ist ja immer noch 25 Minuten. Wir sind schon lange in Unterzahl. Das geht natürlich auch irgendwann auf die Kräfte, ist klar. Deswegen müssen wir uns die Wechseloptionen mal ganz genau angucken. Oh. Die wir jetzt noch haben. Aktuell ist noch keiner absolut kaputt. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass wir einen Klingenburg als defensiveren Spieler für Stindel bringen. Karic, da ist Stindel nochmal. Verteilt hier mal brav. Die Bälle, Zagre verliert den Ball. Aber ich glaube, das ist unserer. Mühl. Ah, der war natürlich schlecht. Böse Zungen würden jetzt behaupten, Gregor hätte das auch geschafft. Auf den wir ja nicht mehr gesetzt haben. Aufpassen. Ja, gut. Dann machen wir das jetzt. Also ich würde entweder Tower oder, ja doch, Tower ist die nächste gute Option. Kann Tower zurückgezogen spielen? Ich denke mal schon. Naja. Nervenstärke Entscheidung, da ist Klingenburg der Bessere. Also jetzt ein Balleroberner ist auch eine Möglichkeit, aber habt da jetzt mehr Vertrauen in die zurückgezogene Spielmachergeschichte, damit von da auch noch Bälle nach vorne kommen. So, dass die eine Geschichte, Schmatke ist aber genauso kaputt, dann könnten wir es eigentlich doch mit Tower versuchen und Klingenburg, weil sonst haben wir letztendlich ja Majetschak noch, ne? Dann machen wir das so. Bei Klingenburg ist ein guter Box-to-Box und Majetschak kann zentral zurückgezogen spielen. Dann ist das eigentlich die bessere Variante. Im Sturm behalten wir jetzt das einfach mal so und behalten uns vor allem auch noch die eine Wechseloption offen. Kann vielleicht dann nochmal wichtig sein. Wir haben trotzdem 51% Ballbesitz. Das gefällt mir natürlich auch. Jetzt haben die gewechselt. Mal eben kurz reinschauen. Na, über die Außen sind sie nochmal anders. Ich würde beide mal, der ist übrigens, glaube ich, vom Wolfsburg ausgeliehen. Den hatte ich mir auch mal angeschaut, dieser Paredes. Der ist gar nicht schlecht.
Wir spielen fast nur über rechts. 65% Zimmer halt. Wert gelb, Zimmer. Ja, okay. Gucke ich mir gleich nochmal kurz an. Erstmal den Angriff. Ja, sehr gut von Karic zurückgearbeitet. Das ist auch der Vorteil so einer falschen 9. Der arbeitet hinten mit. Ach, Klingenborg. Das war nicht nötig. Vielleicht sollte ich das Tempo rausnehmen. Damit solche Pässe eben auch nicht passieren. Ja, Zagra, hol den. Hat Zagra auch gelb? Habe ich das schon bearbeitet? Gucken wir jetzt alles nach dem Angriff. Kiprit setzt nach. Sehr gut. Und Monticelli, ja! Das sah man schon im Ansatz, dass der einfach viel zu frei ist. Wie genial ist das denn? 2-1. Luca Monticelli. Das in Unterzahl. Jetzt mal kurz runterkommen. Also Vorsicht in den Zweikämpfen bei Zagre und auch bei Zimmer. Und dann würden wir auch so beiden übrigens auch sagen, sie sollen das automatisch entscheiden. Also eher auch die defensivere Variante in dem Fall wäre das ja. Dann bringen wir ihn hier als verteidigend. Vorsichtig haben wir eingestellt. Wir werden oft Zeitspiel, disziplinierter spielen, Tempo etwas geringer machen. Achso, und die Geschichte noch ausmachen, dass die hinterlaufen. Das ist dann auch jetzt zu offensiv. Ja, sollen wir die defensiv? Ja, komm, wir stellen uns jetzt mal hinten rein. Ich neu formieren, Spiel verzögern. Jetzt haben wir fast alles geändert. Achso, und eine Option des Wechselns haben wir noch. Karic, Kipri, Monticelli. Ich würde mir jetzt vorstellen, Monticelli, ach nee, den haben wir ja gar nicht mitgenommen, den Stafridis. Dann machen wir Folgendes. Wir nehmen Monticelli raus und bringen ihn aber hier und machen das nur mit zwei Stürmern und bringen dafür den Tower rein. Als ballerobernd verteidigend oder als tiefer Sechser. Das ist natürlich, weiß ich nicht, das kann er schon, das würde er können. Come on, dann ist jetzt wirklich diese Defensivgeschichte auch so defensiv, wie sie nur sein kann. Für jetzt gerade mal 5 Minuten plus Nachspielzeit. Aber die Flanke von Zagre richtig gut und da setzt er sich schon ab. Der Gegenspieler geht nicht mit und dann ist er absolut blank. Das kann er gut. Geht in die Räume, in die Freien und ja. Jetzt wird's hier richtig spannend. Gelingt es uns, das zu halten? Die Befreiungspässe sind in der 90. mir dann schon eher lieber als in der 85. noch. Da hätte man noch hinten rum spielen können und dann ist es direkt, aber es wird erstmal geprüft. Könnte Abseits gewesen sein. Meine Güte, ist das spannend jetzt. Es wird gegeben, 2-2. Heidewitzka, Ohio war der Torschütze. Jetzt haben wir unsere ganzen Einstellungen, die wir... Für mich ist das Abseits. Ich kontrolliere es jetzt nicht, aber die Frage ist... bringt ja auch nichts. Die Frage ist echt, was wir jetzt in unseren ganzen Einstellungen jetzt machen. Was mir nicht gefällt, ist diese tiefer stehende Geschichte. Damit laden wir eigentlich fast nur ein. Konter spielen wir. Wir verzögern trotzdem. Ach, ist das ärgerlich jetzt. Wirklich. Ja, komm on. Das Einzige, was wir nach vorne setzen. Jetzt nicht noch den dritten Treffer hier in Azu nehmen. Wir haben es echt verdient, mit diesem Spiel hier noch mindestens einen Unentschieden zu holen. Klar ist Paderborn drückend und hat mehr Chancen, aber im Spielverlauf entsprechend war das jetzt schon sehr bitter. Vielleicht geht ja doch nochmal was nach vorne. Gutes Spiel. Interessantes Spiel, meine ich. Jetzt wir mit dem Standard. Zimmer. Ah, da ist keiner. Wo ist Monticelli? Zeit ist abgelaufen. Einen direkten Freistoß nochmal schön reinsemmeln. Nee, das war nur der Wunsch, den ich da hatte. Das war es wohl. Oder?
Nicht diese Spielereien jetzt da hinten. Mühl schon wieder nach vorne. Mirovic hat sich verletzt. Der Kiprit war es. Ja, 2-2. Ich hatte vorher gesagt, mit Seemann kann ich leben, aber irgendwie fühlt es sich jetzt doch eher negativ an. Dadurch, dass wir geführt haben. Aber wir können echt keinen Vorwurf machen, dass so lange in Unterzahl 22 Schüsse dann zulassen zu müssen und letztendlich doch 2-2 zu spielen. Also die Abwehr hat es natürlich gerockt hier. Zimmer heute nicht ganz so gut. Karic gut, Monticelli gut. Ja. Müssen wir mit leben. Und wie gesagt, können wir ja auch. Es ist halt nur ein bisschen ärgerlich, doch nachdem wir dann doch in Führung gegangen waren. Gut, dann gucken wir uns nochmal die Ergebnisse an. Die haben wir von dem Spiel schon noch, von dem Spieltag noch gar nicht gesehen. Komplett. Dafür gehen wir einmal hier raus und gucken uns das in der Übersicht hier oben an. Dort gab es ja schon Freitagsspiele, nämlich Hamburg besiegt Nürnberg 3-1, Sandhausen, Karlsruhe 2-0, Hannover gegen Regensburg 5-1, Freiburg, Darmstadt 4-1, Bochum gegen Heidenheim 4-1 und Wiesbaden besiegt St. Pauli 2-0. Und heute dann Holstein Kiel gegen Ingolstadt 1-2, Schalke gegen Dresden 1-0 und Paderborn gegen Lautern, wie gesehen, 2-2. Ja, die Tabelle sagt noch nicht viel aus. Wir sind 11, damit 2 unentschieden. Das eine ist anders zu bewerten wie das andere, denke ich auf jeden Fall. Geht es jetzt im nächsten Spiel zum ersten Heimspiel und zwar gegen Cottbus, erstmal im Pokal, genau, und dann geht es gegen Schalke zu Hause in der Liga. Aber wir fahren dann erstmal nach Cottbus nächste Woche. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ich sage danke fürs Einschalten und macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao.